Wie könnt ihr es wagen, in meine Gemächer einzudringen? Ich will eure Tochter von diesem Irrsinn befreien und den Leichnam des Königs mitnehmen. Nein, noch nicht. Noch nicht? Er liegt seit 2 Jahren in eurem Bett. Wir haben uns geschworen, dass wir am selben Tag beerdigt werden. Sein Herz. Sein Herz. Diese Frau ist vollkommen verrückt. Sie erweist unserem König keine Ehre. Los. Nein, nein. Nein. Ah, Christina, Christina, kommt. Christina, Christina, komm. Christina von Schweden, die jungfräuliche Königin, repräsentiert eine der merkwürdigsten Herrscherbiografien Europas. Nach dem Tod des Königs übernimmt Reichskanzler Oxenstierna ihre Erziehung. Ich glaube, sie hat immer nach einer Vaterfigur gesucht im ganzen Leben. Sie mochte keine Frauen. Wahrscheinlich, weil die Beziehung mit der Mutter nicht so gut war. Und die hat immer Angst davor, dass sie genauso wird wie die Mutter. Und deswegen hat sie gesagt, sie will keine Kinder haben. Sie will genauso frei sein wie die Männer. Und das fing sehr früh an. Und die hat mit 10 oder 11 Jahren schon angefangen in den Sitzungen, weil die war Königin mit 6 Jahren. Aber offiziell erst mit 18 Jahren wurde sie als gekrönt als Königin, aber sie hat schon teilgenommen in diesen Sitzungen mit den alten grauen, dunklen Männern. Da hat sie angefangen zu regieren und zu manipulieren und konnte sich durchsetzen. Regeln zur Leitung des Geistes von Descartes, einem Katholiken, das ist Blasphemie. In unserer Welt ungebildet zu sein, das wäre Blasphemie. Ketzerei. Wie könnt ihr es wagen? Zum 18. Geburtstag. Mit dem Schwert eures Vaters gehört euch Schweden. Christina wurde nach dem Willen des Vaters immer wie ein Junge zum Thronfolger erzogen. Darf ich euch an diesem ehrwürdigen Tag meine Tochter nennen? Eine eigenwillige Königin, die nicht bereit ist, sich an die Regeln zu halten. Sei es im Umgang mit verfolgten katholischen Wissenschaftlern, in der skandalösen Liebe zu ihrer Kammerzofe Ebba und in ihren späteren umstrittenen Entscheidungen, für die sie freiwillig den Thron aufgeben wird. Der finnische Regisseur Mika Kaurismäki hat für seine internationale Produktion in Malin Buska die perfekte Christina gefunden. Hinterlassen hat mir mein Vater ein Land voll von Bauern und Holzfällern, von Bergleuten und Soldaten. Ignoranz und Analphabetismus greifen in den unteren Schichten um sich. Die Menschen verachten Gelehrte und jegliche Bildung erscheint ihnen suspekt. Wir brauchen Schulen, Theater und Bibliotheken. Wir müssen jene, die für ihre großen Ideen geächtet wurden, bei uns willkommen heißen. Ich möchte mein Schweden zum wohlkultiviertesten Land ganz Europas machen. Lasst uns neugierig sein, damit Stockholm das neue Athen wird. Ja, die Besetzung war sehr, sehr wichtig für den Film. Also, weil die Christina ist fast in jedem Bild und die Kamera ist immer sehr nah an die Christina. Und das war die wichtigste Entscheidung überhaupt, die Besetzung von Christina. Und ich habe viele, viele Schauspieler getroffen und getestet und so. Aber dann habe ich einen kleinen schwedischen Film gesehen, Happy End, wo die Malin Buska zum ersten Mal in einem Film gespielt hat. Die hat mehr Theater gemacht. Aber da, in diesem Happy End, hat sie eine zweite weibliche Hauptrolle gespielt und ich habe den Film gesehen und sofort habe ich gedacht, sie ist interessant und wollte sie unbedingt treffen und haben dann in Stockholm getroffen und das war für mich gleich sofort klar, dass sie die Christina ist. Ich habe auch, war sehr überrascht, dass sie so viel über die Christina wusste, weil die Großmutter und die Mutter waren große Christina-Fans und die haben also die Christina, die Malin ist mit diesen Geschichten gewachsen und sogar ihre zweite Name, der Mittelname ist Christina, nach Königin Christina. Die wollten eigentlich als Christina
Buska zuerst als erster Name, aber dann habe ich sie Malin Christina Buska. Christinas misslaunige und instabile Mutter war eine Deutsche. Nun, Mutter, was ist der Anlass eures Besuchs? Der Anlass eures Besuchs, Euer Majestät. Sie wird von Martina Gedeck in einer sehenswerten Performance verkörpert. Du musst endlich heiraten. So schnell wie möglich. Für den Fortbestand des Thrones. Was wäre, wenn du morgen sterben würdest? Ich bin mir meiner Pflichten sehr wohl bewusst. Aber ich muss mich noch an den Gedanken gewöhnen, dass ein Mann mich ausbeutet wie ein Bauer, der sein Feld pflügt. Im Moment beschäftigt mich etwas Wichtigeres. Ich will Frieden. Frieden? Frieden, ja. Ich habe von diesem Wahnsinn gehört. Dein Vater hat für die Gebiete gekämpft, die du für eine alberne Marotte aufs Spiel setzt. Ihr habt von Heirat gesprochen. Mit scheinheiligen Verträgen, die dem Feind nur Zeit geben, sich wieder zu bewaffnen, erntet man doch keinen Ruhm. Frieden ist ein Geschenk für unser Land. Dummes, dummes Geschwätz! Gebäre deinem Land einen Erben. Das ist etwas, woran du arbeiten solltest. 25 Staaten und Provinzen haben den Westfälischen Frieden unterzeichnet. Ehre sei ihrer Majestät. Von nun an kann jeder Monarch die Religion seines Landes frei wählen. Möget ihr diesen Umstand weise nutzen. Dieser schillernden Königin ohne Konventionen verdankt Europa unter anderem das Ende des 30-jährigen Krieges. Lang lebe Christina! Lang lebe Christina!